Es war zu einfach. Ah, wir wurden ausgesperrt. Muss hier doch irgendwie weiterkommen. Oh, hallo. Und gute Nacht. Hat mir irgendwie nicht viel gebracht. No. Irgendwie müssen wir das doch hinbekommen. Sonst können wir immer alles kaputt machen. Mann. Kann er nicht wahr sein. Aiden, ich brauch dich. Ich weiß. Ich geb mir Mühe. Komm, hör auf zu schlafen. Betten. Essen, okay. Wir sollten vielleicht mal in die in die Elektronik da gehen. Um zu gucken, ob wir da irgendwie das Feld ausgeschaltet kriegen. Oder wir holen uns mal eine Waffe. Ich glaube, wir holen uns eine Waffe. Ja. Immerhin habe ich extra den Typen dafür umgebracht. Wo bist du, Aiden? Und wir müssen uns beeilen. Komm schon. Geht da. Aiden. Du bist hier. Schnell. Hol mich hier raus. Liebend gern. Ich muss erst Ryan finden. Da ist er. Ryan? Er hat sein Ohr noch. Bring sie. Schnell. Warte. Jetzt warte doch mal. Aus dem Weg. Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Komm, du hast ein Ohr noch. Kannst du laufen? Ja,
Geh zu den U-Booten. Warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jodie, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jodie. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Und wo ist der? Du hast uns gefoltert, du Arsch. Wo soll der Sprengstoff sein? Ist doch Verhörraum, oder nicht? Ist er doch. Hä? Ach so. Na gut, ne? Man darf nicht vergessen, wir sind unter Wasser. Nein! Weicher! Schneller! Peter! Okay. Ignoriert mich einfach. Boah, das ist mega schwer. Scheiße, ich hab echt Angst, ein. Nicht weit weggehen. Und hab's. Hoffentlich wird alles gut. Das ist pechschwarz. Dem Ding muss es doch Licht geben. Ruhig bleiben, Aiden. Das ist so cool. Wer hätte gedacht, dass wir mal hier landen würden? Ich hoffe nur, dass die uns in Ruhe lassen. Ich sehe ein Licht und einen toten Mann. Was machst du hier? Antworten kann er nicht mehr. Müssen wir da? Okay. Ich sehe halt nichts. Komm schon. Nummer eins. Frag mich, wer diese Idee hatte, das Meer damit zu verseuchen. Da haben wir überall Existenzen.
weil die brauchen scheinbar echt nicht viel, um sowas aufzubauen. Das ist übelst traurig. Weil das heißt ja, jeder kann das machen. Bin ich hier richtig? Nein. Ich habe die Orientierung verloren. Verdammt, wir haben nur 3 Minuten. Na gut, 2,5. Nicht der schon wieder. Oh, fuck. Fuck, ich verliere Luft. Lauf. Lauf. Dann einfach. Komm schon. Er darf uns nicht kriegen. Du stirbst heute hier mit mir. Au. Die größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört. Wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück! Oh nein! Au! Jahrelange Arbeit! Au! Au! Nein, das machst du nicht. Das machst du nicht. Nein. Nein. Fuck. Komm schon. Komm schon. Wir sehen uns. Auf der anderen Seite. Ciao. Ciao, mit V. Komm schon. Hier geht's aber nicht lang. Ei. Let me go. Ach, Kacke. Komm schon. Oh Mann. Schnell. Schneller. Oh.
Nein! Wo zum Teufel bist du? Hast du gedacht, ich lasse dich hier, ne? Ja. Was ist passiert? Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Verdammt. Wer mein Leck. Wir werden ertrinken. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja, klingt nach einem vernünftigen Plan. Besser als gar kein Plan. Komm schon. Zumindest haben wir Tauchausrüstung an. Wieder willkommen im Kühlschrank. Fuck, ich hasse Geld. Immer noch sauer auf mich? Nein. Mir ist zu kalt, um sauer zu sein. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt, aber ich liebe dich, Jody. Unter anderen Umständen wäre ich sehr bewegt. Ich wollte, dass du es weißt, falls wir hier drauf gehen. Gut. Also, was ist mit dir? Liebst du mich denn auch? Ah. Ja. Ja, ich liebe dich, mein. Gut. Um die Moral zu stärken. Küss mich. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Zumindest eine schöne Aussicht. Eier. Wird ja auch Zeit. Euch extra zurückgelassen dafür.
Spuk. Oh. Ach, weil ich uns verraten habe, bestimmt. Gab's die neue Trophäe? Fast zu einfach. Oh. Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter. Viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Und wieder mal wälzen. Zumindest haben wir ein schönes Nachtlicht. Aber keine süßen Träume. Die hat aber auch vor nix Angst. Ah, unsere Kindergitarre. Wer bist du? Bist du Nathans Tochter? Bist du es wirklich? Ich meine, wir haben Mutter und Tochter wahrscheinlich schon gesehen an dem Tag, als der Unfall passierte. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Aber ich will dir helfen. Aiden! Ich bin ja schon da. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jody. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Dora. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody. Bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Am Boden zerstört.
Beta-Sonne.